Hey ho, meine Lieben, neuer Tag, neues Glück, neues Video. Heute irgendwas mit Filet im Blätterteig. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, ich weiß nicht einmal, ob ich in dem Video irgendeinen Auftrag habe, ob ich irgendwas machen darf, weil das haben die Mädels wieder unter sich ausgemacht. Puh, weniger Arbeit für mich. Und naja, jetzt schauen wir mal, was die bis jetzt gemacht haben, was die machen und ob ich überhaupt was machen darf heute. Auf in die etwas größere, aber feine Küche. So. Wer von euch erzählt uns jetzt, was es heute genau gibt? Essen. Essen. Okay. Also es gibt Essen. Und was? Schweinefilet in einen schönen Blätterteig. Mhm. Der wird gefüllt mit ummanteltem Bacon. Genau. Und Blätterteig. Ja. Ah ja. Okay, darf ich heute überhaupt was machen? Ja. Ja? Ich darf auch was tun? Natürlich. Okay. Gut. Und das Gemüse ist jetzt für? Die Soße für den Blätterteig. Okay. Fürs Filet. Soße für den Blätterteig. Fürs Filet halt. Okay. Tja, so sieht's aus. Keine Ahnung, aber davon jede Menge. So, meine Lieben, ich darf jetzt doch noch was tun. Filet parieren und dann würzen. Dazu bastle ich selber einfach mal eine Gewürzmischung zusammen. Ich nenne sie jetzt einfach Sabalot, weil hinterher sage ich, wie Sabalot, die schmeckt ja auch. Und ja, ich fange jetzt hier einfach mal an, dass ich das Filet einmal grob vergewohltätige. Ich bin kein Metzger, ich habe sowas nicht gelernt. Das habe ich aber, glaube ich, schon vor Jahren in einem Video gesagt. Ja, genau. Wir sehen uns auf alle Fälle wieder, wenn das Filet pariert ist und ich mit der Gewürzmischung anfange. Jo! Wer von euch jetzt hier mal die Gewürzmischung danach basteln will, sofern sie schmeckt, der muss jetzt mitschreiben oder ganz gut aufpassen, weil ja, ich kann sie hinterher auch nicht mehr. Gut, was haben wir hier alles? Ein bisschen Knoblauchgranulat. Erstmal meine Brille aufsetzen. Da nehmen wir in etwa einen halben Teelöffel. Ich habe schon lange nicht mehr so ein Gewürz zubereitet. Zwiebelgranulat. Ungefähr dieselbe Menge, halber Teelöffel. Dann Salz. 1/4 Teelöffel. Oh, das war der gute Pfeffer. Ein 3/4 Teelöffel. Paprika, Paprika edelsüß. Einen gut gehäuften Teelöffel. So. Dann haben wir hier etwas Thymian gerebelt. Wenn ich den denn aufkriege. Ah ja, jetzt. Da kommt jetzt der Mörser in Einsatz. Wie gesagt, wenn ich ihn denn aufkriege. Da ist er. Da bloß eine Teelöffelspitze. Dann noch Majoran gerebelt. Ja, ein halber Teelöffel.
Jetzt kommt noch unser mittlerweile heißgeliebtes Bohnenkraut ins Spiel. Dann nehmen wir auch so einen abgeflachten Teelöffel. Also ich mache das jetzt wirklich frei nach Gefühl an Gewürzen, was mir zur Verfügung stehen. Und jetzt noch ein bisschen brauner Zucker. Nehmen wir auch einen Teelöffel. Und das Zeug tue ich jetzt schön fein mahlen. Na, das sieht doch wunderbar aus. Kommt hier jetzt mit rein. Und dann probiere ich das Ganze mal. Das ist aber lott. Das könnt ihr sogar schmecken. Oh ja. Oh ja, das könnte wirklich gut schmecken. Und dann tun wir unser Schweinefilet hier komplett schön einpudern damit. Boah, geil. So geil mit Gewürzen habe ich schon lange nicht mehr gespielt. So. Jetzt könnte man das Filet noch in eine Frischhaltefolie einwickeln, bis man es auf den Grill donnern. Ich weiß nicht, wie lange dauert das noch. Hallo? Hallo? Ja. Bin ich jetzt alleine hier? Die haben mich alle verlassen hier. Bis wann, Doris, kommt das Filet ungefähr auf den Grill? Ab wann oder bis wann? Ab wann? Halbe Stunde, Stunde? Gute halbe Stunde, ja. Gut, dann vielleicht noch eine Klarsichtfolie, dann wickeln wir das nämlich noch in der Folie ein. Und dann können nämlich noch die Gewürze wunderbar einziehen. Ja. Ja, da liegt so das jetzt in die Kühlung. Wandern noch für die halbe, dreiviertel Stunde, bis wir anfangen. Doris, ich habe ein eingepacktes Geschenk für dich. Ja, wie lieb von dir. Und hier hinten ist dann schon das ganze Gemüse. Das kommt jetzt einfach hier in die Schale mit rein. Das Suppengemüse, genau. Knoblauch, Sellerie, Möhrchen, Lauch. Ne, Knoblauch und Zwiebeln sind da hinten. Ja. Das kommt nachher dann, oder wie? Genau. Ja, das sehen wir dann alles draußen. Und dann habt ihr gesagt, gibt es noch irgendwas dazu? Ja, kommen Sie mal rüber. Ein Spaghetti-Kürbis gibt es dazu. Also da bin ich auch gespannt, da habe ich auch noch keinen Plan davon. Dazu machen wir eine Bolognese. Auch noch? Ja. Jetzt dreht es ganz hohl. Ja. Gut, macht's mal. Habe ich meinen Teil jetzt erfüllt oder muss ich noch irgendwas tun? Außer ich essen nachher. Teil erfüllt. Hä? Hast erstmal den Teil erfüllt. Vorerst. Gut, okay. Vorerst. Wenn es hier bitte was zum Filmen gibt, bitte Bescheid sagen, dann komme ich wieder. Ja. Tschüss. Tschüss. Und ich darf tatsächlich nochmal ran.
Ich habe schon angefangen, das Messer hier von oben rein zu klopfen. Den Spaghetti-Kürbis halbieren. Weil das Ding ist, ja, recht zäh. Da passe ich dann doch ein bisschen mehr auf. Eins nach dem anderen. Ja. Soll ich das halten? Bin schon durch. Jetzt können wir von der Seite. So. Wunderbar. Und jetzt aus dem Spaghetti-Kürbis mit dem Löffel. Das ja. Kerngehäuse raus. Ja. Bitte schön. Das machen wir jetzt alles noch zusammen. Weil wenn wir schon irgendwas zum Essen machen, dann wollen wir ja alles im Video drin haben. Also gehört der Spaghetti-Kürbis auch mit dazu. Läuft die Kamera überhaupt? Ja. Sprich das Kerngehäuse raus. Und das komische Faserige. Und wenn das soweit ist, beziehungsweise das kann man euch auch gleich sagen, dann kommt der Kürbis mit beiden Hälften nach unten im Backofen. Ich glaube bei 180 Grad war es. Eine Dreiviertelstunde oder irgendwie sowas. Bis der erst einmal weich ist. So habe ich es zumindest jetzt mal gelesen. Tja. Und dann zieht man mit einer Gabel irgendwie das Fruchtfleisch so in Spaghettifäden heraus. Mehr kann ich dazu noch nicht sagen, weil ich so einen auch noch nicht zubereitet habe. Aber wir werden es ja nachher dann sehen. Auf alle Fälle jetzt erst einmal noch das Faserzeug hier raus. Oh, ist das ein Pump? So, bei der zweiten Kürbishälfte klappt das Ganze schon viel besser, weil man hat ja die Erfahrung durch die erste. Einfach, dass man hier ja, ein klein bisschen von dem Fruchtfleisch mit rauskratzt. Und so kriegt man das Faserzeug eigentlich recht gut raus. Und da hinten wurde gerade der Wein aufgemacht, wo dann ja mit ins Söschen reinkommt. So. Jetzt weiß ich auch, warum das die Mädels haben mich machen lassen. Die haben das 100% schon gewusst, dass das so ein Mist ist. Im Hintergrund wird wieder rumgezappelt. Zappel. Irgendwann bringe ich mal wirklich die zweite Cam mit und stelle die auf. So, fertig. Kürbishälften hier rein. Ein bisschen Wasser angießen und dann ab im Backofen. Dreiviertel Stunde circa, oder? Bei 180 und, Grad. Genau. Das habe ich schon gesagt und dann sehen wir uns wieder. So, im Backofen unten ist der Kürbis drin. Und da haben die Mädels jetzt das Schweinefilet platziert. Ins Gemüse schon ein bisschen Wasser reingekippt. Und was hast du da in der Hand? Ein Rotwein. Den haben wir jetzt zwar nicht gesehen, aber kipp einfach mal rein. Ein schöner Rotwein habe ich. Das kommt jetzt hier unten auch noch ein bisschen rein. Das wird dann nämlich dann zum Schluss eine schöne Soße. Gut. Und dann darf das Ganze rein theoretisch erst einmal auf den Grill. Fragt mich nicht wieso, weshalb, warum.
es wird danach dann erst im Blätterteig eingewickelt. Ist halt dieses Mal so. Ist nicht mein Rezept, nur das Gewürz.